Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Na, gehst du wohl hoch? Ich würde nämlich noch gerne die Kiste da plündern. Und sonst... Den habe ich nicht gesehen. Warte mal. Nee. Berserkerpfeile natürlich. Oh, Entschuldigung. So. Schön hier hoch. Oh, cool. Da gibt es direkt einen Aussichtspunkt. Ich glaube, den nehme ich direkt mal mit. Ist natürlich immer besser, wenn man direkt Aussichtspunkte mitnimmt. So. Oh, das Ding schießt aber ganz schön weit. Na? Hohohoho. Wieso kann ich mich nicht fallen lassen? Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Hat sie mich etwa gesehen? So. Bruder. Gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide.
Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. So macht man das. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Okay. Gott verdammt, ich muss eilen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört dich nicht. Don't press your luck. So macht man das, meine Lieben. Aua! Hey! So, und jetzt schnell auf die Mauer gehen. Was, wir haben jetzt wieder volle... Ja, natürlich. Was? Ich möchte doch einfach nur aus dem Gebiet entkommen. Reicht das, wenn ich so schnell bin? Oh. Der hat getroffen. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen.
vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Naja. Ist auch schön, wie ich ihn aus der Ferne getötet habe, dann der von seinen eigenen Männern umgebracht wurde und in der Zwischensequenz dann sozusagen ich ihn umgebracht hätte. Naja. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Die hat uns Strohkopf genannt. Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Der war nochmal. Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht. Connor. Was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt. Nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die Hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Wir sind fast da, Captain. Le Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläufer-Schatulle. Connor? Also spielen wir jetzt gerade parallel zu Assassin's Creed 3. Oh. Ich wollte doch andocken. Naja. Also wir spielen jetzt parallel zu 3 sozusagen, denn gerade ist Connor von denen gegangen und Achilles lebt noch. So, als erstes gucken wir mal. Hi. Was ist so schönes für Schiffs? Be most welcome here, sir. Fracht verkaufen. Steinstoff, Holzmetall. Brauchen wir alles nicht. Schwertersätze und deutsche Pistolensätze. Ich hab 3. Die gewöhnliche Radschlosspistole, die ist immer die so eine der geilsten. Und die hat aber, die ist aber auch, warte mal, die gewöhnliche Radschloss, die hat aber ganz wenig Schaden. Aber Queen Anne's? Jagdbeute.
Was kann ich denn hier noch holen? Ein Jagdschwert. Ach, das ist natürlich... Ja, okay. Also, ich kann im Moment mir nichts leisten. Gut zu wissen. Ne. Und hier dieser Avalieri. Avalieri, glaube ich, heißt der. Das ist der ehemalige Sklave, den man in Assassin's Creed 3 Freedom Cry spielt. Das weiß ich auch noch. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ja. Doch ganz einfach.